Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder eine Rezension für euch. Und zwar habe ich gelesen Auf und Davon, geschrieben von David Arnold, ist erschienen im Heine Fliegt Verlag. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an den Verlag, der hat mir das Buch nämlich zur Verfügung gestellt zum Rezensieren. Ja, und das Ganze hat 380 Seiten. Vielleicht sage ich es schon mal vorweg, ich habe irgendwie so ein bisschen was anderes von dem Buch erwartet. Also es schürt für mich so den Eindruck, als wär's so eine locker leichte Jugend-Roadtrip-Liebesgeschichte. Irgendwie so hatte ich das im Gefühl, auch so vom Klappentext her. Klingt es super süß und super mitreißend und super niedlich und nach viel Spaß. Das war irgendwie nur teilweise der Fall. Also es ist schon relativ nicht harter Tobak, aber nicht ganz so locker leicht, wie ich es mir gewünscht und wie ich es mir gedacht hatte. Vielleicht mal von Anfang an, unsere Protagonistin ist die 16-jährige, ja, die 16-jährige Mim Malone, und in ihrem Leben läuft momentan irgendwie nicht alles so, wie sie es gerne hätte. Sie ist, beziehungsweise ihre Eltern haben sich gerade scheiden lassen, ihr Vater hat eine neue Frau gefunden und möchte mit seiner kleinen Familie relativ weit weg von ihrer Mutter ziehen. Relativ weit weg bedeutet in diesem Fall 1500 Kilometer, genau. Und ja, Mim ist davon nicht begeistert, denn sie kann irgendwie ihre Stiefmutter so gar nicht ausstehen. Die ist mit ihr noch nicht ganz so warm geworden und sehnt sich auch nach ihrer Mutter, weil sie mit ihr ein super gutes Verhältnis hatte. Und ja, das fehlt ihr alles. Und so startet unsere Geschichte, denn Mim Malone macht sich auf den Weg zu ihrer Mutter ganz alleine mit einem Greyhound-Bus. Will sie durchs ganze Land reisen, um zu ihrer Mutter zu kommen. Denn was sie erst vor kurzem erfahren hat, ist, ja, dass ihre Mutter wohl schwer krank ist. Und ja, Mim hat da so gewisse Ängste und möchte ihre Mutter auf jeden Fall nochmal sehen. Zum Labor Day, glaube ich, möchte sie sie auf jeden Fall treffen. Deswegen macht sie sich jetzt auf den Weg. Hat ihrer Stiefmutter noch das Geld aus der Schublade geklaut und ja, macht sich auf den Weg. Auf dem Weg dann quer durch die USA, ja, trifft sie die verschiedensten Charaktere in dem Bus. Zum einen ist das ja ein Poncho-Mann, wie sie ihn nennt. Ein ja irgendwie skurriler, nicht ganz koscherer junger Mann. So jung ist er, glaube ich, auch nicht mehr. Der irgendwie sich so ein bisschen an sie ranmacht. Dann trifft sie eine relativ alte Frau, mit der sie sich aber super gut versteht. Und ja, das Buch ist relativ... Ja, also es ist keine Actiongeschichte, es passiert nicht viel, es ist eher, dass das Buch von seiner Charakterentwicklung lebt. Also wir begleiten Mim auf der Reise, das Buch ist immer so aufgebaut, pro Kapitel erfährt man zunächst erstmal so die Geschichte ganz normal aus der Perspektive halt von Mim. Und dann am Ende des Kapitels oder manchmal auch zu Beginn kommt ein Brief, den Mim an eine gewisse Isabel schreibt. Das wird bis ganz zum Schluss nicht aufgeklärt, wer diese Isabel ist und was sie so mit der Geschichte zu tun hat. Was ich gut fand an der Geschichte, was ich weniger gut fand, war, beziehungsweise es war nicht weniger gut, aber ich habe mich halt nicht drauf eingestellt. Also ich schätze, hätte ich vorher genauer gewusst, worum es geht und hätte mich nicht nur auf den Klappentext verlassen, dann wäre ich anders an die Sache rangegangen, weil das Buch behandelt sehr, sehr ernste Themen und sehr, sehr schlimme Themen zum Teil. Denn ja, Mim muss unter anderem Tabletten nehmen, weil sie ja keine Psychose entwickelt hat, aber ihr Vater denkt, dass sie nah dran ist an einer Psychose, denn ihre Tante ist auch an einer Nervenkrankheit erkrankt und ja, ihrer Mutter geht es auch nicht gut. Mim nimmt Tabletten gegen diese Eigenarten, die sie so entwickelt. Sie hat irgendwie ein blindes Auge und dann hat sie da und hier noch so ein paar Wehwehchen. Das ist die eine Seite, also es geht um Geisteskrankheiten. Auf der anderen Seite geht es auch um, den Tod, geht es auch um Diskriminierung, um ganz viele verschiedene Themen. Mir fällt jetzt auf Anhieb mal wieder nichts ein, wie das immer so ist. Um Behinderung, um Ausgrenzung. Also es wird eine ganze Palette von... Themen besprochen, die nicht alle ganz so leicht zu verdauen sind. Mir war es irgendwie so ein bisschen too much. Ich will euch ja jetzt nicht zu viel verraten, deswegen, ich glaube, es steht hinten auch nicht drauf.
Aber dann passiert ein Ereignis nach dem anderen. Es geht um Vergewaltigung, um, wie gesagt, Behinderung und um, wie Menschen mit behinderten Menschen umgehen, um Schläger, um, ja, also es wird irgendwie da alles, irgendwie habe ich das Gefühl, aufgefahren, was es gibt, was die Geschichte irgendwie dramatisch oder wie auch immer wirken lassen soll. Das hatte bei mir irgendwie total den gegenteiligen Effekt. Was mich noch irgendwie nicht so ganz hat eintauchen lassen, war der Schreibstil. Also Mim kommt zum Teil echt super sympathisch rüber, aber das ist sehr konfus geschrieben. Also es ist, ja, wie gesagt, wir erleben das alles aus Mims Sicht, aber so Gedankensprünge, wo man, die man nicht ganz so nachvollziehen kann, wo man sich irgendwie denkt, was war denn jetzt gerade vorher und wie kommt es jetzt da drauf? Und es ist nicht flüssig zu lesen. Also ich habe, das Buch hat wie gesagt nur die 380 Seiten. Das ist ja relativ wenig. Es ist auch relativ groß geschrieben. Es ist halt ein Jugendbuch, was ich irgendwie kaum oder nicht ganz verstehen kann. Aber es hat wirklich, ich glaube, seine vier Tage bestimmt gedauert, bis ich es durch hatte. Also es war ja ein bisschen anstrengend, obwohl die Geschichte wirklich so super klang. Also ich hatte mich halt irgendwie auf eine super lockere Liebesgeschichte eingestellt und das war es halt irgendwie nicht. Klar, es kommt auch so ein bisschen, so eine kleine Liebesszene kommt auch drin vor, eine kleine Liebesgeschichte wandelt sich irgendwie an, aber bei weitem nicht so, wie ich es mir irgendwie gewünscht hatte. Ja, ich schätze, meine Erwartungen waren da irgendwie total anders als so, wie das Buch wirklich ist, was ich ein bisschen schade fand. Da hat mich der Klappentext echt ein bisschen in die Irre geführt. Ansonsten, also ich fand das Ende wirklich gut, es hat mir wirklich gut gefallen. Zum Schluss hin wurde es irgendwie besser, weil Mim sich irgendwie, ja schon, klar, sie macht eine große Entwicklung durch, das merkt man auch an ihrer Einstellung. Aber irgendwie, ja, ich wurde nicht so ganz warm. Die Geschichte war schön, zum Schluss war auch ein gutes Ende. Aber ich hatte irgendwie, wie gesagt, mehr erwartet. Fand ich ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz hat es noch 3 Sterne von mir bekommen, das ist immer noch gut. Und trotzdem war es nicht so mein Highlight im August, wo ich es gelesen habe. Ja, wenn euch das Buch trotzdem interessiert, weil ich habe gesehen, es hat auch mitunter echt gute Bewertungen bekommen. Also vielleicht lag es wirklich an meiner Einstellung dazu, an meiner Voreinstellung. Und ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen weiterhelfen, dass das Buch vielleicht auch was für euch ist. Ich finde, es geht halt mehr so in die Richtung Drama. Also es ist nicht für junge Jugendliche, schon so, ich würde sagen, ab 16 ist es bestimmt. Also die Themen. Klar, Jugendliche lesen das auch, aber die können so die Tiefe, finde ich, glaube ich, schätze ich mal, so gar nicht von den Themen irgendwie nachvollziehen. Also es war anders, als ich erwartet hatte. Ja, falls euch das Buch jetzt interessieren sollte und ihr ein bisschen mehr darüber erfahren möchtet, dann schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Da sind wie immer die Links zum Buch und zum Verlag verlinkt. Und ja, ansonsten schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt oder ob ihr es noch lesen möchtet. Und wenn ja, wie eure Meinung auch dazu war. Also das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob ich vielleicht da wirklich, ja, wie gesagt, falsch vorbereitet war und mich nicht ganz eingelesen hatte. Aber das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Mal schon wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.